Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shannara. Ja, wir befinden uns hier bei den Zwergen. In der letzten Folge sind wir dazu, sind wir beschuldigt worden, den Hammer der Macht gestohlen zu haben. Unsere Kollegen sind alle im Gefängnis, wie es aussieht. Ja, und wir sind jetzt alleine hier. Und Killy, der soll wohl auf uns aufpassen. Der sehr vertrauenserweckend aussehende Zwerg. Wo haben wir eigentlich das magische Puder her? Ach, das haben wir, glaube ich, von dem König des Silberflusses gekriegt. Schauen wir uns mal an. Der silbrige Puder in dem Säckchen vibriert vor magischer Energie. Es ist ein Geschenk des Königs des Silberflusses. Genau, gut. Alles klar, dann können wir dann mit dem Wächter reden. Der beachtet dich gar nicht. Der Anführer... Wann habt ihr eigentlich festgestellt, dass der Hammer fehlt? Heute am frühen Morgen, als die Wachen sich abgelöst haben. Wir haben dir und deinen Freunden misstraut und hatten zusätzliche Wachen. Es ist keiner gesehen worden, der ging oder kam. Naja gut, und wo wird der Hammer normalerweise aufbewahrt? Er wird im Waffenraum in der großen Halle aufbewahrt. Und wie, glaubst du, sollen wir den Hammer gestohlen haben? Ich weiß nicht, aber du wirst es uns sagen, wenn du ihn zurückbringst. Na gut, der Dämonenlord muss der Grund für sein Verschwinden sein. Ihr glaubt, dass der Dämonenlord euch hierher geschickt hat. Sowas. Okay, Killy, hast du was zu sagen? Was weißt du denn über den Diebstahl? Ich habe entdeckt, dass er fehlt, als ich durch die große Halle patrouillierte. Okay, hast du irgendjemanden hier in der Gegend gesehen, bevor der Hammer vermisst wurde? Ich habe nur die Wachen gesehen, die das Gebäude beobachtet haben. Und wie viele Eingänge hat die große Halle? Nur die Doppeltüren vorne im Gebäude. Na gut, ich muss sehen, von wo der Hammer gestohlen wurde. Da musst du zur Haupthalle gehen. Dann gehen wir doch mal zur Haupthalle. Das ist die Haupthalle. Deine Freunde befinden sich im Zimmer zu deiner Rechten. Im Raum geradeaus liegt der Hammer der Macht. Tja, lag der Hammer der Macht, oder? Hast du dich da etwa ein wenig verplappert, mein lieber Killy? Hier unten aber Tonscherben? Du siehst ein paar kleine Scherben, die wie Ton aussehen. Dennoch siehst du keine Hinweise, wo sie herstammen können. Okay, hier haben wir noch jede Menge Krüge. Dieser Bierkrug ist in makellosem Zustand. Es befindet sich auch nicht ein einziger Tropfen darin. Die Zwerge scheinen ihr Trinken sehr ernst zu nehmen. Richtig so. Ja, wir sehen aber, hier fehlt halt ein Krug. Genau. Die Bierkrüge wurden fein säuberlich auf das Regal gestellt. Jeder einzelne ist poliert und in makellosem Zustand. In dem Regal scheint etwas mehr Platz zu sein, als die Krüge einnehmen würden. Du schließt daraus, dass ein Krug fehlt. Yep. Und dann die Scherben, wahrscheinlich ist der runtergefallen. Mal schauen, hat der Wächter mehr zu sagen? Was weißt du denn über den Raub des Hammers der Macht? Ich weiß, dass ich die bewache, die ihn gestohlen haben. Hattest du Dienst, als der Hammer gestohlen wurde? Weiß nicht. Wann hast du ihn denn gestohlen? Sind hier in letzter Zeit irgendwelche Fremden gewesen? Außer euch Dieben? Nö. Er scheint etwas voreingenommen zu sein. Darf ich denn mit meinen Freunden wenigstens mal sprechen? Ich schätze, dabei kann nicht viel passieren. Na gut, dann tun wir das mal. Erstmal mit unseren Freunden reden. Die Türen sind aus dickem Eichenholz und mit großen Scharnieren und Beschlägen. Sie sehen so aus, als ob sie schon Jahrhunderte gehalten haben und weitere Jahrhunderte halten werden. Der Wächter lässt sich nicht aus dem Raum. Er lässt dich aber durch die Tür sprechen. Okay, dann reden wir doch erstmal mit Davio. Das ist der Raum, in dem deine Freunde gefangen gehalten werden. Ein Zwergenwächter beobachtet euch misstrauisch. Dicke Eisenstangen versperren dir den Zugang, obwohl du von hier aus mit ihnen sprechen kannst. Hast du eine Idee, was ich machen soll? Ich schlage vor, du suchst nach allem, was umgeräumt wurde oder fehlt. Zum Beispiel der Krug. Hast du denn eine Idee, wo der Hammer versteckt sein könnte?
Er muss irgendwo gut versteckt sein. Oder die Zwerge hätten ihn schon längst gefunden. Okay, wie geht's dir so? Ich habe mich vollständig von der Vergiftung erholt. Danke der Nachfrage. Praktisch, dann werde ich es mal weiter nach dem Hammer suchen. Der Dieb war wahrscheinlich in Eile und hat vielleicht Fehler gemacht. Suche nach diesen Fehlern, Jack Ongsford. Okay, Brendel, was hast du zu sagen? Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das hat man uns angehängt und diese Zwerge sind zu beschränkt, um das zu merken. Jupp. Hast du denn eine Idee, wo der Hammer versteckt sein könnte? Du kennst doch hier aus. Gibt viele Stellen hier. Wahrscheinlich nicht im Versammlungssaal. Da sind keine guten Versteckmöglichkeiten. Mhm. Und was glaubst du, wer es war? Weiß nicht. Ich war lange nicht hier und kenne nicht mehr jeden. Toban führt sich auf wie ein Idiot. Aber so ist er eben. Und irgendwelche Vorschläge? Sei vorsichtig. Der richtige Dieb wird dich den Hammer nicht finden lassen. Okay. Telsek, was hast du zu sagen? Jack, finden Hammer. Okay, das war aufschlussreich. Scheller. Geht's euch allen gut? Jack, hast du ihn schon gefunden? Uns geht es gut. Alles in allem behandeln sie uns gar nicht so schlecht. Na dann, ich suche den Hammer. Die Zwerge haben auch gesucht. Er scheint gut versteckt zu sein. Habt ihr denn in dem Raum, in dem ihr seid, gesucht? Ja, als sie uns hier reingesteckt haben. Aber wir haben ihn leider nicht gefunden. Gut, keine Sorge, ich hole euch da raus. Das weiß ich, Jack. Können wir uns das Fass anschauen? An der Wand steht ein einzelnes Fass. Du bittest Telsek, für dich in das Fass hineinzuschauen. Er gibt es um und blickt hinein. Das Fass ist leer. Telsek stellt das Fass sichtlich enttäuscht wieder zurück. Ja, Nische in der Wand. In die Wand wurde ein Loch gebaut, das als Ablage dient. Na gut, da steht, glaube ich, genau das Gleiche. Dann schauen wir uns doch mal in der Halle um. In diesem Raum wird der Hammer der Macht gewöhnlich aufbewahrt. Er scheint sich jedoch in Luft aufgelöst zu haben und hat nur seine Halterung zurückgelassen. Kili deutet auf den leeren Halter, der über dem Kamin hängt, und erklärt, dass dort normalerweise der Hammer der Macht hängt. Er lässt euch dabei allerdings keinen Augenblick aus den Augen. Okay, jetzt was zu sagen? Wann hast du festgestellt, dass der Hammer fehlte? Als ich heute Morgen meine Runden gemacht habe. Und könnte man auch durch den Kamin einsteigen? Durch den Kamin? Nein. Der Rauchabzug ist geschlossen, seit sie den Griff abmontiert haben. Warum wurde der Griff abmontiert? Er war kaputt. Oh. Wie lange ist der Rauchabzug schon zu? Solange ich denken kann. Tja, kann man den Rauchabzug auch ohne den Griff öffnen? Nicht, dass ich wüsste. Gut, der Halter hängt für die meisten zu hoch. Nicht für einen Troll. Vielleicht war der es. Und was ist das für ein Raum? Hier werden alle Waffen von Kalhaven aufbewahrt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Du siehst Äxte, Hellebarde, Pickel und Schwerter unter all den Waffen hier. Du suchst unter diesen Waffen nach dem Hammer, findest aber nur ganz konventionelles Kriegsgerät. Die Schilde. Hier hängen lauter Zwergenschilde, wahrscheinlich um schnell an sie dran zu kommen. Sie sehen mitgenommen und alt, aber nicht komplett funktionstüchtig aus. Ach, aber komplett funktionstüchtig, so rum. Ja, hier das Gleiche. Ah, wir haben hier unten Schleifspuren. Auf dem Boden befinden sich Kratzspuren, die von einem schweren Gegenstand kommen müssen, der hier entlang geschoben worden sein muss. Scheinbar hat da jemand den Stuhl hingeschoben, um hochzukommen. Das Loch. In dem Stein dort ist ein kleines Loch. Als du hineinschaust, kannst du ein Stück Metall erkennen, das in eine Art Griff passen könnte. Okay, der große, geschmückte Kamin ist genau das Richtige für diese kalten Winter in den Bergen. Verschüttete Asche neben dem Kamin deutet darauf hin, dass er erst kürzlich benutzt wurde. Sowas. Okay, hier schauen wir uns den Stuhl mal an. Dieser Stuhl sieht sehr schwer, aber recht gemütlich aus.
Er ist bis auf etwas grauen Staub auf der Sitzfläche ziemlich sauber. Da der Rest des Raumes sehr sauber und ordentlich ist, schließt du daraus, dass der graue Puder erst kürzlich dorthin gekommen sein kann. Okay, können wir den drücken? Du schiebst den Stuhl an den Kamin. Die Spuren, die er dabei hinterlässt, sehen genauso aus wie die, die schon da sind. Als du den Stuhl zurückschiebst, schließt du daraus, dass jemand, der nicht so groß ist, den Stuhl bewegt, sich draufgestellt und den Hammer gestohlen haben muss. Sehr gut. Können wir da Killy drauf anreden? Nein. Hier werden. Können wir nicht. Die Halterung. Hier soll Killy zufolge der Hammer der Macht aufbewahrt werden. Auf einem kleinen Schild steht dasselbe geschrieben, aber zurzeit hält die Halterung nichts. Alles klar, da haben wir schon ein bisschen was rausgefunden. Schauen wir uns nochmal die Scherben an. Okay, auch nichts Neues. Die Waffen. Hier hängen gekreuzte Äxte, Pickel und Schilde. Die Waffen sind mehr Dekoration als tatsächliches Arsenal. Jeder Zwerg hat seine eigene Waffe, um die er sich besonders gut kümmert und die er pflegt. So, haben wir sonst noch was? Dann gehen wir mal gerade nochmal bei unseren Freunden nachschauen. Ah. Telsek ist aufgestaut und jetzt haben wir hinten einen Krug hinter ihm festgestellt. Schauen wir uns doch mal an. Von hier aus sieht er bis auf den zerbrochenen Henkel ganz gut aus. Das könnte die Scherben erklären. Nehmen wir ihn doch mal. Du kannst den Krug von hier aus nicht erreichen. Okay, Telsek. Gib mir doch bitte mal den Krug. Legt Telsek in den Krug. Können wir den, glaube ich, anreden? Telsek warten. Okay, öffnen. Du kommst nicht an den Krug heran. Zerbrechen. Gut, Scheller. Vielleicht kann die mir den Krug geben. Ah gut, ich kann ihn einfach nicht finden. Du wirst ihn schon finden. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis du den entscheidenden Hinweis finden wirst. Noch irgendwelche Ideen? Vielleicht solltest du nicht nach dem Hammer, sondern nach dem Dieb suchen. Wenn du ihn findest, findest du auch den Hammer. Gut, ich kann mich nicht erinnern, diesen Krug hier gesehen zu haben. Hol ihn doch bitte mal für mich. Scheller nimmt den Krug und reicht ihn dir durch die Gitterstäbe. Okay, jetzt schauen wir ihn uns. Achso, öffnen wir ihn mal. Du öffnest den Krug und findest etwas in ihrem im Inneren. Es ist eine rußverschmutzte Schärpe. Okay. Das ist eine der Schärpen, die Zwergenwächter tragen. Sie ist über und über mit Ruß beschmutzt. Alles klar. Wir haben nicht viel Zeit. Du hast recht. Wir müssen hier weg, bevor Brona uns einholt. Und ich werde noch ein bisschen suchen. Du weißt ja, wo ich bin, wenn du mich brauchst. Okay, wir haben also diese Schärpe jetzt gefunden. Vielleicht weiß Killia, was das für eine Schärpe ist. Ist das deine Schärpe? Meine Schärpe? Wie ist die denn da hingekommen? Sowas. Du hast diese Schärpe versteckt, damit niemand den Ruß bemerkt. Warum sollte ich das tun? Ich habe nichts zu verbergen. Du hast den Hammer der Macht versteckt und uns den Raub in die Schuhe geschoben. Meinst du? Ich schätze, das bedeutet, dass ich dich einfach töten muss. Schade. Nachdem ich dich getötet habe, muss ich zu Brona zurückgehen, um neue Befehle zu erhalten. Also wieder der Gestaltwandler. Diesmal endlich 1:1. Gut, dann Feuer frei. So wirklich viel ziehen wir ihm nicht ab. Ich glaube, das wird ein harter Kampf. Du hörst nur ein Krachen, als die Tür aus der Zelle fliegt. Die Tür der Zelle fliegt aus ihren Scharnieren und Telsek läuft auf dich zu. Jack, Hilfe. Sehr schön. Dann, Telsek. Ach, der hat Irix aber gar nicht. Okay, dann hauen wir einfach so zu. Der macht wenigstens mal ordentlich Schaden. Na, da haben wir es doch gleich. So, sehr schön. Begib uns.
misstrauisch behandelt haben. Ich verstehe immer noch nicht, was hier passiert ist. Tja, werden wir mal schauen, aber erst in der nächsten Folge. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao!